an. Was ist los? Wie geht's dir? Alles ist völlig sinnlos für mich. Ist alles okay? Daisy hat mit mir Schluss gemacht. Manchmal braucht man nur einen kleinen Haufen Fell und dann ist die Welt auch schon wieder in Ordnung. So ergeht es zumindest auch Frisch-Single Rel, der eines Tages vor seiner Haustür ein kleines Kätzchen findet, es bei sich aufnimmt und Keanu tauft und jetzt wieder weiß, wie Glück sich anfühlt. Doch was er nicht ahnt, ist, dass Keanu einst das Maskottchen eines mexikanischen Drogenhändlers gewesen ist. So findet er ein paar Wochen später seine Bude komplett zerzaust und verwüstet wieder und Keanu ist leider verschwunden. Gemeinsam mit seinem Cousin Clarence macht er sich dann auf die Suche und landet mitten in den Drogengeschäften des Gangsters. Der klingt wie ein Käse. Cheddar. Seid ihr hier wirklich richtig? Ja, und ob wir hier richtig sind? Ich bin Tectonic. Klasse. Mein Name ist Shark Tank. Oh. Cheddar hat Keanu. Wir sind dick im Geschäft mit Gangsterhaustieren und sowas. Echt jetzt? Auf dem TV-Sender Comedy Central machen sich Michael Keegan Kay und Jordan Peele regelmäßig über Stereotypen lustig. Mit ihrem ersten Kinofilm jetzt nehmen sie das US-Kino aufs Korn. Und da gibt es unfassbar viele Parallelen. Vom offensichtlichen John Wick, Shining, New Jack City bis zum Drehbuchratgeber Save the Cat ist alles dabei und wird hier alles verwurstet, was nicht bei 3 vom Katzenklo runtergesprungen ist. Dazu kommt noch ein bisschen Matrix-Action, viel Hip-Hop, eine Traumsequenz, die sich vor Keanu Reeves verneigt und natürlich die besten Hits von George Michael. Fertig ist eine gut schnurrende und auch absurde Buddy-Komödie, die die Laune definitiv hebt. Okay, was haben wir denn da? Was ist das? Oh, das ist genau mein Scheiß. Rein objektiv muss ich jetzt dazu sagen, dass die Actionsequenzen nicht ganz so geschmeidig daherkommen wie der vierbeinige Hauptdarsteller. Man merkt also leider Gottes, dass der Regisseur Peter Atencio bisher eigentlich nur im Fernsehen unterwegs gewesen ist. Aber schwamm drüber, denn eine Sache schafft er. Und zwar überträgt er die großartige Chemie zwischen Key und Peele vom Fernsehgerät auf die große Leinwand. Und das macht wirklich Laune. Und dadurch wird im Prinzip auch jede Kritik zu diesem Film weich wie mein Herz, wenn ich ein kleines Katzenbaby auf dem Arm halte. Kurzum, schräg, witzig und herzallerliebst eine wirklich flauschige Buddy-Action-Komödie. Meine Rankstags in diesem Fall sind Key und Peele, Buddy-Komödie, Fuck the Police, Kätzchen und George Michael. Acid is the best thing for headaches. Trotzdem kann Moonwalkers seine Aufgabe als kleine, ruppige und verdrogte Fälscher-Action erfüllen. Dafür sorgen unter anderem der Ex-Harry-Potter-Kumpel Rupert Grint und seine zugedröhnten Filmfreunde oder eben die legendäre Verschwörungstheorie über Kubricks Apollo-11-Mission als Hintergrund.